Gin, Bier, Biofleisch und Brot, alles aus dem eigenen Bundesland. Bei der Genusslandstraße in Linz können Besucher heimische Produkte durchkosten. Ja, bei der Genusslandstraße dürfen nur Genussland-Partnerbetriebe vom Genussland Oberösterreich teilnehmen und die auch diese strengen Kriterien, die Regionalitätskriterien einhalten. Und wir natürlich aus Mühlviertel haben das Privileg, dass wir so viele Betriebe haben aus dem Mühlviertel, auch aus der Gastronomie, das ist ganz wichtig, um einen Platz wie den Domplatz auch so zu bespielen. Dieser Gin etwa wechselt wie von Zauberhand die Farbe. Seit 2019 wird in Wachsenberg Alkohol wie Gin in allen Sorten destilliert. Es gibt nicht nur Gin Tonic, es gibt ganz viele Mixgetränke und Cocktails, wo der Gin eigentlich eine Hauptzutat ist. Das fängt schon beim Long Island Iced Tea an, es geht zum Bramble, also man kann da wirklich alles mit Gin machen, weil der Gin diese besondere Wacholdernote, diese gewürzige Note mit einbringt ins Getränk. In St. Georgen an der Gusen wachsen Schwammerl im Haus. Kein Bauschaden, sondern eine eigene Pilzmanufaktur. Shiitake und Austernpilze sowie Kräuterseitlinge sprießen dort im Keller. 10 Wochen wachsen die Pilze dort auf Holz bis zur Ernte. Ja, meine Frauen, die sind immer schon gern Schwammerl suchen gegangen im Wald, im Mühlviertel. Und die Schwammerlzeit ist ja nur ein paar Wochen im Jahr. Und dann haben sie gedacht, naja, vielleicht können wir sie die auch selber züchten. Und haben einmal für uns selber im Keller gestartet. Und das war dann immer mehr an Pilzen. Und dann haben wir angefangen zum Vermarkten. Am Domplatz sorgt er für eine Nachspeise. Felix Wiesinger kocht einen Grießschmarrn mit Bärenröster nach oberösterreichischem Rezept. Natürlich alles von Hand gemacht. Wir versuchen wirklich, dass wir das Bäckerhandwerk nicht mehr betreiben, wie es sich gehört. In der Konditorei ist dasselbe. Wir haben keine Fertigprodukte, wir haben eine Schaubäckerei, wir haben lange Teigführung und fahren mit dem Konzept wirklich gut. Rund 90 Betriebe zeigen ihre Spezialitäten auf der Linzer Genusslandstraße. Essen, Trinken oder Musik hören. Für jeden Geschmack ist hier was dabei.